Um diese Ordnung, in der wir uns jetzt hineinbewegen wollen, mal grundlegend zu verstehen, möchte ich die ganze Verfassung mit euch durchgehen und euch diese Dinge mal so kommentieren, damit euch klar wird, was mich denn bewogen hat, die Dinge so auszugestalten. Denn als Staatsangehöriger des Staates Königreich Deutschland möchte ich etwas mehr leisten, als das die Bundesrepublik Deutschland leistet. Die Bundesrepublik Deutschland leistet Folgendes in den Schulen. Etwa so, wenn man so in die Richtung Gymnasium kommt, wird das Grundgesetz in etwa einer Stunde mal behandelt, kurz. Und das reicht dann auch. Das heißt also, die grundlegende Ordnung, in der wir uns bewegen, wird von den allermeisten Menschen gar nicht gekannt, geschweige denn verstanden. Wenn wir die grundlegende Ordnung, in der wir uns bewegen, gar nicht kennen, wie wollen wir uns dann angemessen verhalten? Wie wollen wir denn verstehen, in welcher Ordnung wir uns befinden, was denn zu tun ist, um sie zu verändern und? Wie könnten wir das denn leisten, wenn wir das nicht mehr verstehen, in wem wir leben? Und aus diesem Grunde möchte ich da einen anderen Schritt gehen und einen anderen Ansatz verfolgen, der da heißt, ich möchte, dass jeder Staatsangehörige wenigstens die grundlegende Ordnung verstanden hat, in der er lebt. Denn wenn Sie diese Ordnung nicht kennen, können Sie auch nicht für Ihren Erhalt eintreten. Ich war gerade gestern im Pforzheim, da war Herr Helmut Samjeske, das ist ein Steuerberater, der hat über die Grundrechte gesprochen, über das Steuerrecht gesprochen und über viele andere. Und er meinte, da hat er völlig recht, dass das Grundgesetz überhaupt kaum noch beachtet wird, dass weder die Gewaltenteilung existiert, noch dass im Prinzip die Gesetze so geschrieben sind, dass sie dem Grundgesetz Anforderungen entsprechen, beispielsweise das Artikel 9, Absatz 2, Zitiergebot und viele andere Sachen. Das heißt also, dadurch, dass niemand diese Ordnung kennt, das Grundgesetz ist durchaus keine schlechte Ordnung, das ist das Beste, was wir bis jetzt haben hier in Deutschland, eine der fortschrittlichsten Gesetzgebungen, die wir vielleicht so auf dieser Erde haben. Aber wissen Sie, sie wird kaum noch angewendet und gelebt. Und das liegt daran, dass keiner existiert, der ihre Anwendung einfordert. Weil scheinbar auch nur wenige Menschen existieren, die diese Ordnung überhaupt kennen. Warum wird denn also dieser Staat wieder immer wieder zersetzt, wenn er einer wäre? Oder die Ordnung zersetzt? Weil niemand sie einfordert. Und das verlange ich von meinen Leuten auch immer. Tretet für eure Ordnung ein. Und das könnt ihr nur, wenn ihr sie kennt. Aus diesem Grunde möchte ich also dafür sorgen, jetzt, dass wir am heutigen Tage und auch am morgigen Tage nochmal darauf eingehen, damit ihr diese Ordnung der Verfassung des Königreichs Deutschland verstanden habt, damit ihr euch angemessen verhalten könnt und diese Ordnung nicht nur versteht, sondern für euren Erhalt eintretet. Denn ich habe eine Menge Dinge vor damit. Und das erkläre ich euch genau, warum die Sachen so sind. Ich kann eins nicht tun. Ich kann die Sache nicht verwässern. Ich kann die Sache nicht an euch anpassen. Ich muss immer euch an diese Verfassung anpassen. Weil wenn ich euch nicht an diese Verfassung anpasse oder ihr euch nicht an diese Verfassung anpassen wollt, wird es keine dauerhaft friedliche Gesellschaft geben können. Denn eine Verfassung, die, ich sag mal, nicht den Schöpfungsgesetzen entspricht, kann den Menschen keinen dauerhaft friedlichen Rahmen bieten, weil eben dann der Mensch in diesem Rahmen nicht die Möglichkeit hat, den Schöpfungsgesetzen nachzukommen. Wenn ihr das nicht könnt, den Schöpfungsgesetzen nachkommen, dann verfehlt ihr völlig euren Daseinszweck und euer Ziel. Und deswegen müssen sich die Strukturen und Ordnung immer wieder zersetzen und auflösen. Denn die Inder beispielsweise verstehen die Schöpfung auf folgende Art. Da gibt es eine dreiarnige Gottheit, Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma ist der Schöpfer, Vishnu der Erhalter und Shiva der konstruktive Zerstörer. Wir würden dazu wahrscheinlich Satan sagen. Der ist der konstruktive Zerstörer, der dafür sorgt, dass die Ordnung zerstört wird, die in Dekadenz von Menschen erschaffen wird, die in ihrer Komfortzone verharren und dem Gesetz der Entwicklung nicht mehr folgen. Das ist seine Aufgabe. Deswegen hat der Crowley gesagt, schlag hart und tief. Damit meint er im Prinzip, dass diejenigen, die dieser Ordnung folgen, die im Plan ihres eigenen Ichs, ihrem eigenen Lebensplan sind und im Plan dieses Schöpfers, dass die überhaupt nicht angegriffen werden können von der dunklen Seite. Denn wenn er ein König ist, kannst du ihn nicht verletzen. Genau das meint er damit. Ja? Also seid Könige. Und die Herrscher hören oft zu herrschen, wenn die Untertanen aufhören zu kriechen. Also hört auf zu kriechen. Begebt aus dem Hamsterrad heraus. Das hier ist kein Hamsterrad. Das ist genau das Gegenteil. Und das genau ist das, warum es so große Schwierigkeiten macht, dass Menschen in größerer Zahl daran teilhaben. Es ist nämlich kein Hamsterrad. Das seid ihr ja gewöhnt, das Hamsterrad. Das Hamsterrad sagt, ich gebe meine Verantwortung an andere ab. Und das macht ihr konsequent in jeder Hinsicht.
Er erwartet vom Richter, dass er über euch richtet. Er erwartet vom Polizisten, dass er euch beschützt. Er erwartet vom Lehrer, dass er eure Kinder ausbildet. Er erwartet vom Arzt, dass er euch gesund macht. Oder vom Heilpraktiker oder vom Geistheiler oder von wem auch immer. Und das ist in jedem Bereich des Lebens so. Ihr erwartet immer, dass andere eure Belange organisieren. Diejenigen, die eure Belange aber organisieren, das machen die deswegen, weil ihr es eben nicht tut. Die verkörpern oft die dunkle Seite auf diesem Planeten. Das Licht hat nichts anderes als Aufgabe, als die Tür dagegen offen zu halten, damit ihr euch selbst organisieren könnt, als euch Organismus begreift. Die dunkle Seite ist, hat die Aufgabe, euch in den Hintern zu treten, da wo ihr es nicht freiwillig tut, es dann zwangweise zu tun. Und die dunkle Seite motiviert euch ganz dolle, an einem gewissen Rhythmus, an einem gewissen Zyklus und an einer bestimmten Zeit und einer gewissen Qualität anzukommen. Ankommen wird Gott auf jeden Fall. Die Frage ist für euch nur, kommt ihr mit oder nicht? Wenn ihr mitkommt, alles super, Lichtseite schützt euch, ihr seid in eurem Plan, ihr habt das, was er euch als Ziel gesetzt hat, verwirklicht und umgesetzt. Wenn ihr nicht mitkommt, tritt die dunkle Seite euch in den Hintern und so lange, bis ihr das gemacht habt. In diesem Leben, im nächsten Leben, immer, was auch immer, wie viel. Und wenn wir kleine Zyklen kennen, kleine Zyklen sind beispielsweise, was weiß ich, ein Tag, ja, ein Monat, ein Jahr, das sind alles verschiedene Zyklen, gibt es auch größere Zyklen, 12 Jahre Tierkreiszeichen beispielsweise, 24 ist der Rhythmus des Primzahlenkreuzes im Prinzip, ist wieder ein anderer Rhythmus. 7-Jahres-Zyklus im Prinzip einer menschlichen Entwicklung kennen wir. Es gibt auch einen 25.920-Jahres-Zyklus und dieser ist kurz vor der Vollendung. Deswegen haben wir das Kali-Yuga am 21.12.2012 hinter uns gelassen und wir stecken jetzt im Dwapara-Yuga, im Ujangs-Zeitalter, wo der Mensch jetzt die Möglichkeit hat, sich im Schutz des Lichtes eine völlig neue Ordnung zu geben und kann nicht angegriffen werden von der dunklen Seite. Und die hat das zu respektieren. Und wenn sie das nicht tut, wird die dunkle Seite einen Kopf kürzer gemacht. Denn die hat euren freien Willen zu achten. Ich achte euren freien Willen auch, deswegen darf ich euch nur was anbieten. Deswegen werde ich nicht lügen, nicht betrügen, nicht verführen. Ich will euch nur was anbieten. Und wenn ganz viele Menschen in dieser Ordnung ankommen und wir Verantwortung übernehmen für alle und das Organismusverhalten und eine neue Ordnung aufbauen für alle, dann brauchen wir keine Köpfe einschlagen mehr. Deswegen würde ich euch also versuchen zu animieren dazu, animieren ist schon zu viel, euch nur vorzuschlagen, euch anzubieten, an der Sache nicht nur teilzuhaben durch Staatsangehörigkeit, sondern durch Mitarbeit. Ich würde mir wünschen im Prinzip, dass ihr einen Weg findet, mit uns gemeinsam diese Ordnung zu vergrößern, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für euch, sondern für eure Familie, für eure Kinder. Verantwortung zu übernehmen im Prinzip für die nachfolgende Generation, so wie sie das zum Ausdruck bringt. Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen, für diesen ganzen deutschen Staat, den wir aufbauen wollen. Das sieht nach einer riesigen Aufgabe aus, aber die Zellen meines Körpers hier, diese Hautzellen, die fühlen sich auch nicht überfordert. Und meine Leberzellen auch nicht und mein Gehirn, meine Zellen auch nicht. Jeder macht seinen Part. Ja, jeder kann was anderes. Wir müssen nur eins, uns gegenseitig respektieren, lieben und wertschätzen. Und wenn wir das tun, aufeinander zugehen, unsere Unterschiedlichkeit wertschätzen, denn die Hautzellen wollen keine Leberzellen werden, die Leberzellen wollen keine Hirnzellen werden. Und diese ganze Einheitsbreimacherei, die dunkle Seite verfolgt, die führt zur Auflösung und Zersetzung. Wir sollten lieber lernen, in Wertschätzung und gegenseitigen Respekt uns zu achten gegenseitig und unsere Unterschiedlichkeit zu wertschätzen und zu respektieren. Wenn wir diese Unterschiedlichkeit nicht hätten, dann wäre es verdammt langweilig auf diesem Planeten, sage ich euch. Dann hätten wir sehr wenig zu lernen. Dann würden wir technologisch überhaupt nicht so weit kommen. Denn all diese Leute braucht es. Gott in seiner Schöpfung ist in der Veränderung so großartig, dass ich immer wieder mich tiefer neigen muss und sagen will, boah, wie das alles organisiert ist, wie das alles klappt, wie diese Schöpfungssätze funktionieren. Das ist der Wahnsinn. Ich bin da immer wieder vor Ehrfurcht erfüllt. Und weil ich im Prinzip diese Ordnung vom Spirituellen her sehr gut kenne und viele Jahre Erfahrung machen konnte, habe ich also gesagt, ich möchte Menschen dienen. Das ist ja meine Aufgabe, deswegen bin ich hier. Also, wie kann ich den Menschen am besten dienen? Und das mache ich alle Nase lang immer wieder mal wieder. Dann bin ich wieder mal hier, mache den gleichen Spaß wieder. Und das, was angemessen ist gerade, muss getan werden. Und jetzt, was angemessen ist, ist, einen neuen Staat zu gründen. Denn das ist der Auftrag des deutschen Volkes, sich in eine neue Ordnung zu geben. Und die Prophezeiungen sagen, dass von Deutschland aus die Veränderung der Welt stattfindet. Deswegen haben wir diese Ordnung hier, so wie sie ist. Und das ist die veränderungsfähigste Ordnung auf der ganzen Welt. Denn wir können uns komplett eine neue Ordnung geben und sagen, wir fangen bei allen Sachen nochmal neu an. Und die Türen sind dafür überall offen. Deswegen gibt es die Kooperationskasse und die Reichsbank als einzige, nicht im EU-Raum angeschlossene Bank, wo die BaFin keine Zuständigkeit hat, wo niemand das Recht hat, der Einsichtnahme auf unsere Konten,
des Einflusses auf unsere Konten, wo niemand eine Pfändung ausüben kann auf unseren Konten. In Zypern habt ihr jetzt gesehen, 60% der Eigentum, des Eigentums, nee, des Besitzes, das ist kein nicht im Eigentum, sondern wenn es Eigentum wäre, könnte man darüber eingeschränkt verfügen. Dann könnte man denjenigen nicht enteignen. Das ist wohl die deutsche Sprache, wo ich euch sage, die kaum noch einer spricht. Entbesitzen müsste ich eigentlich korrekt sagen. Ja. Man hat also die Besitzer der Guthaben auf den Konten entbesitzt um 60% ihres Besitzes. Man hat sie nicht ihres Eigentums beraubt oder enteignet. Man hat sie nämlich gar nicht beraubt, denn sie haben ja nur einen Kunstgegenstand zur Verfügung gestellt bekommen. Der Euro ist ja nur ein Kunstgegenstand mit einem Copyright versehen. Das heißt also, derjenige, der diesen Kunstgegenstand hergestellt hat, der hat schon eine Leistung erbracht. Der hat die Leistung erbracht und das ist sein Eigentum, dieser Geldschein. Er hat diesen Schein euch gegeben, dass sozusagen bei euch der Glaube daraus erwachsen ist. Das wäre ein tatsächlich in eurem Eigentum befindlicher Wert, was ja für die Orkese ist. Das ist nur ein Schein und keine Banknote, die ein Recht verkörpert. Ihr habt nur einen Rechtschein, einen Eigentumsschein mit diesem Geldschein in eurer Hand, ja, mit einem Copyright versehener Kunstgegenstand, der euch verliehen wurde, damit ihr damit Zahlungsverkehrsgeschäfte machen könnt. Die Leistung desjenigen war schon da, der euch diesen Kunstgegenstand zur Verfügung gestellt hat. Und weil es sich in seinem Eigentum befindet, euer Zahlungsmittel befindet sich in seinem Eigentum, kann er natürlich als Eigentümer über die Dinge uneingeschränkt verfügen. Nach 903 BGB kann er damit machen, was immer der will. Der kann darüber uneingeschränkt verfügen. Und weil er darüber uneingeschränkt verfügen kann, bestimmt der die Regeln, wie ihr als Besitzer pfleglich mit seinem Eigentum umzugehen habt für die Zeit, wie er ihn euch überlässt. Und er hat jederzeit die Möglichkeit, euch dieses Besitzes wieder zu berauben, denn er ist ja nicht der Beraubende, sondern er ist der Eigentümer, der seine Kunstgegenstände zurückfordert. Und das kann er jederzeit machen. Und das tut er. In Zypern fängt er an, weil er testen möchte, wie reagiert das Pack in seinen Augen. Denn so sieht er die meisten Menschen, die Eigentümer dieses Zahlungsmittel. Der sagt sich, die sind ja so prasselig. Mit denen ist doch richtig. Darum schlag hart und tief. Versteht er das? Versteht er, was ich meine? Das ist völlig legal, was hier geschieht. Die Entbesitzung der Scheine ist ohne Folgen, auch karmisch ohne Folgen, weil ihr ja einverstanden seid, diesem Schein hinterherzugeben. Das ist so, als ob ihr sagt, der Lichtstrahl wäre die Sonne. Nee, guckt mal nach oben, da kommt sie grad. Ja. Aber die kommt nicht, die ist schon immer da. Und die dunkle Seite, die macht ihren Job auch wunderbar. Die verführt, lügt, betrügt, gebt euch einen Anschein. Ja? Die deutsche Sprache ist so wunderbar, muss ich euch sagen. Ja. Man kann einfach nur, wenn man über das Wort mal analysiert, genau wissen. Und was heißt Analyse? Heißt nichts mit Anal, hat es nichts zu tun. Ja? Sondern Lyse heißt Zersetzung, ne? Etwas Zusammenhörendes wieder zerlegen, damit man es vielleicht einzeln betrachten kann, ja, aber es hört immer noch zusammen, aber durch unseren Verstand trennen wir die Dinge voneinander auf, analysieren die Sachen, zerstören ihre Einheit. Ne? Das tun wir jeden Tag mit unserem schlauen Verstand. Ne? Jetzt wollen wir hier versuchen, wieder die Sache zusammenzuführen mit dieser Verfassung. Denn ich habe mich bemüht, die Schöpfungsordnung in dieses Recht zu gießen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt mal alles nacheinander durchgehen, damit ihr die Ordnung verstanden habt. In der Präambel, die ist nicht Teil des Gesetzgebenden, die hat also keine gesetzgebende Wirkung. In der Präambel ist so praktisch der Wille kundgetan, den der Verfassungsgeber, also in dem Fall ich, in dem der Wille des Verfassungsgebers zum Ausdruck kommt, warum tut er das? Und da habe ich geschrieben, wir. Warum wir? Da kommen wir noch hin. Freier Souverän und Treuhänder des neuen Reiches. Den Boden bereitend für den zukünftig zu wählenden und zu krönenden König von Gottes Gnaden, den König von Deutschland. Im Bewusstsein unserer Verantwortung vor dem Schöpfer allen Seins und den Menschen, eingebettet in die ewig gültigen Schöpfungsgesetze, beflügelt von dem Willen der Freiheit, dem Frieden, dem Fortschritt in der Welt zu dienen,
sich begreifen als Diener an Gott und allen Menschen, uns verpflichten, mit dieser Verfassung zu Respekt gegenüber der gesamten Schöpfung, zu den unveräußerlichen Menschenrechten, zur Völkerverständigung und zum Frieden, bestimmen und verkünden, was folgt. Das hat mich also angetrieben, diese Dinge, die hier drin stehen. Ich möchte also dem Schöpfer dienen, ich möchte euch dienen als Mensch. Und aus diesem Grunde habe ich all diese Dinge getan seit vielen Jahren, weil ich mich als Diener am Ganzen begreife. Ich das Beste gebe innerhalb dessen, was ich kann.